Servus beieinander und herzlich willkommen zu einer neuen Multiplayer-Folge in Forza Motorsport und mit dabei ist heute wieder der Bad Boy. Servus. Hallihallo. Und wir haben heute für euch was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Special vorbereitet. Wir machen Japan versus Amerika. Ich bin im Nissan Fair Lady Z unterwegs. Wir machen Twin Turbo gegen Motorleistung. Das Bad Boy ist nämlich im was unterwegs? Challenge? Nee, ist ein Challenge. Coronet Super B. Genau. Ich helfe dir mal ganz kurz. Danke. Ich wusste, Gerne. dass Super B hintersteht, aber ich wusste nicht, was davor noch stand. Ja, und wer sich so ein bisschen auskennt, wir haben es für euch rausgesucht. Wir haben hier in Super B einen Minimum 6,3 Liter Hubraummotor, beziehungsweise in der anderen Variante, wo wir jetzt nicht ganz genau wissen, welche wir in Forza Motorsport haben. Haben wir 7 Liter Hemi, einen 7 Liter Hemi versus hier einem 2 Liter Twin Turbo aufgeladenen Motor. Um genau zu sein, den SR20 DITT. Und wir werden jetzt mal für euch rausfinden, wir fahren die Autos vollkommen Serie mit einem Li von 398 und wir schauen mal, wie sich Hubraum versus Turbo hier in Forza Motorsport so schlägt. Genau, und wir sind auf dem Homestead Miami Speedway hier unterwegs. Ja, und Bad mal Boy, erzähl doch mal. so nebenbei, das Ganze wird sich jetzt hier nicht über ein Rennen nur hinziehen. Wir nehmen jetzt hier den offenen Modus in der Multiclass, haben wir uns gedacht, und ist jetzt quasi die erste Variante oder die erste Ausgabe von den beiden Fahrzeugen. Im Laufe der Zeit wird da noch mehr kommen. Wenn quasi passende Varianten kommen, beziehungsweise Klassen, dass wir die Autos dann hochtunen und dann immer mal wieder fahren und immer mal wieder vergleichen, wer gewinnt jetzt, wer gewinnt jetzt, wer ist vielleicht getuned besser, wer lässt sich weiter tunen. Und so können wir mal rausfinden, welches Auto von beiden ist in welcher Klasse besser oder wo gibt es Schwachpunkte. Oder welches funktioniert vielleicht auch gar nicht mehr. Wenn wir dann vielleicht in eine Region kommen, ich weiß nicht, wie weit wir so tunen können, aber vielleicht, wenn wir so bis 800 tunen können, wo vielleicht der eine dann gar nicht mehr geht und der andere sich dann gerade richtig super fährt, vielleicht. Genau, möglicherweise. So das typische Vergleich immer turbogeladene Autos versus ganz viel Hubraum. Ich glaube, bei dir scheitert es im Moment eher so ein bisschen an Reifen und Fahrwerk. Ja, das Habe ich schon im Training gehört. vermisse ich auf jeden Fall extrem. Fährt sich so ein bisschen wie so ein Boot. Okay, die Turbopartschilder habe ich erstmal abgeräumt. Ja, passt ja auch, ne? Was brauchst du Genau. Turbo, wenn du Hubraum hast? Weg mit den Dingern. Ja, dafür hoffe ich, dass bei mir einfach das bessere Fahrwerk einfach den Unterschied macht. Weil mein Fahrwerk hier in der Fair Lady Z schon eher sehr sportlich ausgelegt ist. Klar, es ist immer noch kein Rennfahrwerk, aber es fährt sich schon sehr, sehr elegantes Fahrwerk. Auch wenn bei mir, glaube ich, eher die Reifen die Limitierung darstellen, die halt einfach noch zu stark rutschen. Und das Fahrwerk einfach die Reifen überfordern. Ja, ich bin auch gerade gnadenlos ins Gras geschossen hier. Da muss halt bei dem hier echt ein bisschen aufpassen. Fahrwerk oder Bremse? Ja, wenn du zu spät bremst, also ja gut, dann hast du zu spät gebremst. Nee, aber so reifentechnisch ist das schon. Ja. Fahrwerk und Reifen. Bremse ist gar nicht mal Ja. so schlimm. Wenn du passend bremst, geht's. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich müsste jetzt 8 Kilometer vor der Kurve bremsen. Ja, gut. Muss ich gestehen, das ist ja bei den meisten Autos so, dass wenn man rechtzeitig bremst, dass man auch durch die Kurve kommt.
Ja, nein, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die Bremse ist total überfordert. Ne, genau, das würde ich bei mir aber auch nicht sagen. Also das definitiv überhaupt nicht. Ich glaube, bei mir sind eher die Bremsen, die Reifen das Limitierende. Bei dir, wenn ich es richtig verstanden habe, eher so das Fahrwerk. Ja, auch Fahrwerk mit Reifen zusammen, ne? Weil gerade wenn er sich so wirklich aus der Kurve rauslehnt, sage ich mal, entlastet dann natürlich die kurveninneren Räder dann noch, ne? Was dann natürlich auch nicht den Grip fördert, ne? Ne, definitiv nicht. Aber ich glaube, Leistungen haben wir grundsätzlich beide genug am Start. Bei mir waren es irgendwie 206 kW Turbo geladen, bei dir waren es. 317. Ja. Und damit ist bei mir das Qualifying vorbei. Ich fahre jetzt über die Linie und bin damit auch durch. Perfekt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Rennen wieder. Jo. Und da sind wir zurück im Rennen. Und wir haben gerade im Cut, haben wir nachgeschaut. Das Bad Boy hat in seinem Coronet Super B den 7 Liter Hemi drin. Und ja, wer bei mir richtig aufgepasst hat und sich Eftel mit Nissan ein bisschen auskennt, weiß, dass die Fairlady Z keinen 2-Liter-Motor hat, sondern einen 3-Liter-Motor Twin Turbo. Aber da fehlen halt einfach doch nochmal 4 Liter Hubraum auf dich. Ja, kann ich auch nichts für, wenn du lieber Turbopart unterstützt. Ja, und wir haben gerade schon hier so die Diskussion aufgerissen, ob da Miata hier nicht irgendwie Meta sein könnte, also der Mazda MX-5, wie er ja in Deutschland hieß. Wir fahren hier im Fahrerfeld gegen ganz, ganz viele. Wobei so topspeed-technisch, ja, also ja, wie oft willst du mich jetzt eigentlich noch anschieben? So topspeed-technisch lasse ich den scheinbar schon eigentlich ganz gut stehen. Mein, der, den ich jetzt gerade überhole, der hat Forza Aero drauf, also der dürfte mich halt einfach in die Kurven wieder ganz gut bekommen. Dafür habe ich halt da den Topspeed-Vorteil. Sorry, BMW. Ja, also was ich merke, im Anzug ist meiner anderen hier schon ein bisschen überlegen, aber ich bin halt Kurvengeschwindigkeit, habe ich halt wenig, also. Ja, geht mir eben ganz genauso. Wobei der Miata, der jetzt hier vor mir fährt, der scheint das Ding weitestgehend zumindest sieht so aus, hat zumindest keine Forza Aero drauf. Der scheint das Ding weitestgehend Serie zu fahren und der jetzt gerade wieder neben mir ist, dem ich hier einen Platzkampf habe, der fährt halt Forza Aero und da sieht man halt schon, dass der gerade in die Kurven relativ deutlich mehr Kurvengeschwindigkeit hat. Dafür werde ich ihn dann wahrscheinlich wieder in den Top-Speed-Abschnitten wahrscheinlich wieder haben. Ja, ist auch gerade eigentlich echt ein sehr, sehr schöner Zweikampf hier vorne. Oder, naja, gerade im Moment ist es ja ein Dreikampf. Oh, es tut mir leid, Leute, ich schieß vorbei. Ja, ich habe hier Aber auch einen dann. Dreikampf. Das war jetzt echt dumm von mir, weil ich die Bremslinie nicht gesehen habe und den Bremspunkt. Hallo, Bad Boy. Wo bist du? Ah, jetzt hinter. Jetzt hinter dir, genau. Und damit haben wir auch wieder den Vergleich hergestellt. Musste ich jetzt einfach ganz kurz machen, damit ihr hier den Vergleich seht zwischen den zwei Autos. Also muss ich mich ein bisschen zurückfallen lassen. Ging mir gerade ähnlich. Hab aufs Kiesbett getroffen.
Da hinten ist Mezzo. Hallo Mezzo. Na los, Bad Boy. Oh nein, 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 sorry, sorry, sorry. War vor mir. Den wollte ich jetzt schon. Ja, und jetzt fahre ich ihm auch noch rein. Aber gut, aber er weiß ja nicht, dass wir zusammengehören. Also, Gott sei Dank nicht, sonst würde man glatt denken, es war abgesprochen. War es ja natürlich nicht. Ihr wisst, sie habt es mitbekommen. Ich bin sogar zurückgelassen hier. Ich lasse sie auch nochmal vor. Als Entschuldigung, weil... Hat er, glaube ich, auch so erkannt. Außerdem haben wir jetzt hier einen schönen Fight mit Mezzo. Ja. Gleich mal... Ich glaube, da kam das Fahrwerk zum Tragen zu dir inside. Ja, so richtig schön weggeschmiert. Ich muss deutlich vor dir in die Bremse gehen. Echt? Ja, habe ich gerade eben gesehen. Ich war in der Bremse und so, 100 Meter später, 50 Meter gefühlt. Oder irgendwie so. Ja, was ich sagen muss, wir haben auch gerade nachgeschaut, wir haben genau dasselbe, also so ziemlich genau dasselbe Gewicht. Wir sind beide mit 1,5 Tonnen unterwegs. Also, das kann es eigentlich nicht sein, warum die Bremswege kürzer sind. Und ich, es tut mir leid an den Ford, ich, kriegt die Bremspunkte heute nicht. Aber er ist vor mir, von daher, ja, es ist nervig, aber für ihn, aber er verliert seinen Platz da, dadurch zumindest nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht sogar seine Schuld eben war, aus meiner Sicht. Aber nee, ich habe einen Bremspunkt schon verpasst. Okay. Ja, und dann hat er dich erwischt, das, ja, okay. Ah, jetzt erwische ich ihn ja auch schon wieder. Aber gut, er weiß zumindest, dass es nicht absichtlich von mir ist. Er verhält sich auch fair. Das ist dann halt so der Punkt. Es kann mal passieren, dass man mal wen anders trifft. Das, alles nur Menschen. Ja, er sagt mir gerade, 3 Runden verbleibender Kraftstoff. Wahrscheinlich könntest du damit noch 30 Runden fahren. Mit dem, was ich jetzt noch drin habe. Ja, wahrscheinlich. Ich bin gespannt drauf, wie das ist, wenn wir die tunen, ne? Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen, dann kommt ja auch zum Tragen, wie tunen wir, ne? Da gibt's ja auch wieder dann, gerade wenn wir uns jetzt dann, ich denk mal für 400, für 2 Li, weiß ich nicht, wollen wir da was machen? Was sagst du? Ja, aus meiner Sicht würde ich dann schon ein sinnvolles Tuning machen und da kommst du mit 2 Li einfach nicht so richtig hin. Ne? Also ich würde auch sagen, wir warten drauf, dass es das nächste Mal eine nächste Klasse gibt, wo es passt. Und dann haben wir 100 Li zur Verfügung oder 102 Li beide zur Verfügung. Und die können wir natürlich komplett unterschiedlich einsetzen. Ne? Also wir sprechen uns da nicht ab, aber ich bin gespannt, was Mezzo macht. Ja, wenn man die Autos so richtig schön vergleicht, dann glaube ich, bleibt nicht übermäßig viel Wahl, dass du wahrscheinlich eher in Grip investierst. Ich das wahrscheinlich in Leistung investieren werde, das Ganze. War das jetzt Absicht von ihm, oder? Das kann ich nicht sagen. Sagen wir es mal so, auf jeden Fall könnte ich es ihm nicht verdenken, wenn es das gewesen wäre. Wir haben ihn auch oft genug getroffen, jetzt hatte er auch mal einen frei. Ja, gut, kann auch sein, dass es unabsichtlich war. Gerade wenn du dann auf dem Gras keinen Grip mehr hast, ging mir das eine mal aus und dann hängst du an dem anderen dran und kannst nichts machen. Ja, aber so grundlegend, du warst ein Tuck schneller. Ja, was gefühlt aber eher nur am Fahrwerk lag, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil auf der Geraden bin ich definitiv nicht an dich rangekommen.
Also so leistungstechnisch oder wahrscheinlich auch aero hält sich das scheinbar die Waage. Aero? Habe ich nicht. Genau, passt nicht. Dafür habe ich. Und weniger Leistung noch dazu. Ja. Oh, das war... Da hat er dann doch zu stark eingelenkt. Ja, den vollen Track-Cut gemacht und dass ich da jetzt nochmal 0,9 bekomme, ist auch absolut richtig. Das war... Ich dachte, er rutscht weiter rum. Ja. Genau. Und damit bin ich, glaube ich, sogar als letzter, nicht gestarteter, aber letzter Vollendeter im Ziel. Nee, vorletzter. Also im Ziel, aber durch Strafe bist du auf 11 gerutscht noch. Aber genau. Waren denn so wenig? Waren am Anfang schon so wenig hier drin? Gar nicht mitbekommen. Okay. Nee, es waren nicht viele Autos drin. Ja, gut, die Klasse ist vielleicht für viele nicht interessant. Muss ja auch zugeben, ich fand die am Anfang auch nicht so interessant. Ich finde jetzt auch eher diesen Aufbau, den wir damit machen, interessanter. Ja. Aber damit würde ich sagen. Nee, wenn du. Willst du noch? Ja, du darfst schon ruhig. Okay. Beenden. Gerade wenn ihr das nicht verpassen wollt, was jetzt die Geschichte dieser Autos angeht, beziehungsweise die Zukunft der Autos, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da bei Metzo und bei mir. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.